Psychotherapie in der Psychiatrie, zweiter Teil. Beschäftigen wir uns in der Folge mit den weiteren Vorgehen, psychotherapeutische Methoden, moderne psychotherapeutische Methoden in der aktuellen Psychiatrie. Da haben wir als nächstes die Schematherapie. Wenn wir da mal ein paar einleitende Gedanken dazu nehmen, ist wie gesagt ein Zitat aus einer Vorlesung der Philipps-Universität in Marburg. Ich habe im ersten Teil darauf hingewiesen, auf die Quellen. Die Schematherapie ist ein allgemeiner psychotherapeutischer Ansatz, natürlich mit störungsspezifischen Konzept für Patienten mit vor allem Persönlichkeitsstörungen oder schwierigen zwischenmenschlichen Interaktionsmustern, damit ausgewiesenen Strukturstörungen. Eine Kombination von Elementen der kognitiven Verhaltenstherapie, der Tiefenpsychologie, der Bindungstheorie und emotionsorientierten Methoden. Die Konzepte der Schematherapie basieren auf vier grundlegenden Kernkonzepten. Wir haben erstens frühkindliche, fehlangepasste, also maladaptive Schemata. Wir haben Schemadomänen, also Hauptschemen. Zweitens, drittens die maladaptiven Bewältigungstechniken oder Coping-Strategien und schließlich viertens die sogenannten Schema-Modi. Wenn wir versuchen, das Schema zu definieren, dann können wir einmal den Herrn Grave zitieren aus dem Jahr 1989. Schemata bezeichnen psychologische Ordnungssysteme, die die Bereitschaft zu bestimmten neuronalen Erregungsmustern beinhalten. Oder nach Young, bei einem frühkindlichen maladaptiven Schema handelt es sich um ein alles beherrschendes, in einem signifikanten Maße dysfunktionalem Lebensthema, das sich zum Beispiel aus Erinnerungen, Gefühlen und Kognitionen zusammensetzt, die den Patienten und dessen Beziehung zu anderen Menschen betreffen, und das aus negativen Erfahrungen in Kindheit und Jugend resultiert. Das heißt, der Schemabegriff erfährt diesem Ansatz zufolge eine Erweiterung um die Ebene bestimmter Inhalte und wird zu einem organisierten Wissens-, Erfahrungs- und Emotionssystem. Als Grundlage haben wir natürlich zunächst mal die menschlichen und kindlichen Kernbedürfnisse. Die explizite Bezugnahme auf die Kernbedürfnisse ist ein zentrales Modell oder Merkmal des schematherapeutischen Ansatzes und zieht sich deshalb auch durch alle Interventionen dieser Therapie. Sichere Bindung, Autonomie, Kompetenz, Identitätsgefühl, realistische Grenzen und Selbstkontrolle, Freiheit im Ausdruck von Bedürfnissen und Emotionen, und natürlich Spontanität und Spiel. Wenn wir die sogenannten Schemadomänen an dieser Stelle betrachten, dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Erstens die Abgetrenntheit und Ablehnung, Verlassenheit, Instabilität, Unzulänglichkeit, Scham. Zweitens die Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung, Abhängigkeit, Inkompetenz, Verstrickung. Drittens die Beeinträchtigung im Umgang mit Grenzen, unzureichende Selbstkontrolle, Anspruchshaltung, aber auch Grandiosität, also Narzissmus. Viertens die Fremdbezogenheit mit Unterwerfung oder Aufopferung. Und fünftens übertriebene Wachsamkeit und Gehemmtheit, also überhöhte Standards, Negativität, Pessimismus. Zur Modusdefinition innerhalb der Schematherapie. Ein Modus stellt einen zu einem bestimmten Zeitpunkt dominierenden und vorübergehenden Affektzustand oder eine Seite der Persönlichkeit eines Menschen dar, die durch Denken, Fühlen und Handeln bestimmt oder geprägt ist. Da gibt es sogenannte Schematrigger oder Schemata oder Bewältigungsstrategien, die zu einem gegebenen Zeitpunkt entstanden sind. Ein Modus ist aktiviert, wenn bestimmte Schemata oder Coping-Strategien in heftigen emotionalen oder starren und rigiden selbstzerstörerischen Mustern Ausdruck finden. Da haben wir zum Beispiel, wenn wir das nochmal näher betrachten, auf der einen Seite die schmerzhaften Modi, auf der anderen Seite eben die maladaptiven Bewältigungsmodi.
die schmerzhaften Modi, sogenannte Kind-Modi, vulnerables Kind, ärgerliches, wütendes Kind, impulsives, undiszipliniertes Kind. Dann die dysfunktionalen Elternmodi, strafender Elternteil, fordernder Elternteil. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die maladaptiven Bewältigungsmodi, zum Beispiel die Vermeidung mit dem distanzierten Beschützer, vermeidender Beschützer, ärgerlicher Beschützer, Selbstberuhigung, Selbststimulation, dann die Unterwerfung, der willfähige Unterwerfer, dann die Überkompensation, die narzisstische Selbstüberhöhung, überkontrollierter oder anankastischer Mensch, Such nach Aufmerksamkeit und Bestätigung, zum Beispiel Theatralik, Drama, histrionische Persönlichkeit, Manipulierer, Schikanierer, Angriff, dissoziale Persönlichkeit und so weiter. Wir können es natürlich dann auch vergleichen mit den Störungsmustern der Persönlichkeitsstörung des ICD-10 im Bereich F6, der Raubtiermodus und so weiter. Also auch alles metaphorisch gemeint. Der Ziel ist natürlich bei allem ein gesunder Erwachsener, ein glückliches Kind. Zu den Behandlungstechniken der Schematherapie. Wir haben verhaltensorientierte Techniken wie Rollenspiele, aber auch Exposition, sich einlassen auf die Problematik oder typische Möglichkeiten, Skills, sogenannte Bewältigungsstrategien, die wir haben oder Werkzeuge. Wir haben kognitive Techniken, wie das zum Beispiel Umdeuten oder Reframing. Wir haben emotionale Techniken mit Imaginationsübungen oder Stuhldialogen, kommt ja ursprünglich aus der Gestalttherapie. Und schließlich die Therapiebeziehung mit empathischer Konfrontation mit all den Modi. So ein Limited Reparenting, das heißt der Therapeut, die Therapeutin oder Gruppenmitglieder sind gewissermaßen Elternersatz für eine gewisse Zeit, aber natürlich limitiert. Und überhaupt auch die Limitierungen der Art. Wenn wir jetzt im folgenden weiteren Verfahren der sogenannten dritten Welle der Verhaltenstherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie aufzeigen, dann haben wir die metakognitive Therapie nach Wells, also eine Variante von kognitiver Therapie, deren wichtige Ziele das kritische Hinterfragen der Bedeutung von Kognition und nicht nur die Korrektur von Kognition ist. Dann haben wir die Akzeptanz- und Commitment-Therapie nach Hayes. Und schließlich die Mindful-Based Cognitive Therapy nach Siegel, Williams und anderen. Die Verfahren der dritten Welle der Verhaltenstherapie spielen in der Psychiatrie heutzutage eine zunehmend große Rolle. Und wir können sie überall in guten Psychiatrien oder in evidenzbasierten Psychiatrien sehen oder nachvollziehen. Oft wird keine alleinige Durchführung, sondern die Nutzung einzelner Elemente, und das ist ja auch typisch für alle anderen Psychotherapiemethoden, immer wieder der jeweils dritten Welle Verfahren praktiziert. Dabei werden sie bei bestimmten Störungen als Ergänzung zur leitliniengerechten Therapie, Psychotherapie eingesetzt. In Gruppentherapien sind zum Beispiel oft zwei Therapeuten erforderlich. Und es gibt bisher wenig bis gar keine methodisch hochwertigen Studien zu der dritten Welle, zu den Verfahren der dritten Welle. Also die Studienlage für die dritte Welle der Psychotherapie ist noch sehr ungenügend, könnte man sagen. Also das mal so als Zusammenfassung. Was sind denn so diese einzelnen Methoden? Und wir werden uns eben auch in anderen Audios mit diesen, oder beschäftigen uns in anderen Audios mit diesen angesprochenen Methoden, also zum Beispiel der Mindful-Based Cognitive Therapy oder der Akzeptanz- und Commitment-Therapie oder Metakognitive Therapie.